Hallo meine Lieben, wie ich euch gestern schon auf Instagram angekündigt habe, möchte ich heute mit euch gemeinsam diese Praxisübungshand, die ich von Amazon bestellt habe, mit euch gemeinsam testen. So, ich habe mir mein eiskaltes Händchen hier jetzt mal auf so eine Handablage draufgelegt und möchte euch zeigen, wie das funktioniert. Also ihr könnt dann hier in diese Tasche, das ist hier quasi ausgeschnitten und dort kann man dann eben diese Tipps reinschieben. Der Nachteil ist, wie ihr schon sehen könnt, das ist wirklich sehr locker und wenn man da mit der Feile dahergehen würde und versuchen würde zu feilen, das funktioniert nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man auf dieser Hand eben Klebstoff anwenden kann, ob das überhaupt hält, das weiß ich nicht. Ansonsten müsste man eben den Tipp, wenn man den eben hier so reinschiebt sozusagen und wenn man dann eben feilen möchte, müsste man den dann eben mit Druck festhalten oder halt mit Klebeband befestigen, obwohl das ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein soll. Denn eigentlich soll es ja wirklich eine Übungshand sein, wo man eben vielleicht auch mal das Feilen üben kann. Ja, also hier finde ich das mit dem Feilen irgendwie nicht so gut gelungen. Also diese Taschen zum Einschieben der Tipps sind viel zu locker, aber auch wenn die enger werden, man übt ja doch Druck aus beim Feilen. Ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht sind diese Hände eigentlich dafür auch nicht ausgelegt, sondern eher, dass man eben Nail Art vielleicht testen kann oder eben den Aufbau. Und Stichwort Aufbau, ich werde jetzt hier einmal, ja, einfach ein ganz einfaches Fullcover mit euch arbeiten. Ich habe jetzt hier einmal das Pastell Acrylic Gel Gelb aufgetragen. Und hier kommen wir schon, ja, zum nächsten Problem. Da Acrylic Gel ja so ein bisschen ja, klebrig ist und ich denke, ihr könnt das seitlich sehen. Also der Tipp, der wippt hier drauf richtig doll und ich kann das Produkt eben ja nicht wirklich gut verarbeiten und auch dadurch, dass man es ziehen muss sozusagen, das Produkt, rutscht mir der Tipp immer wieder raus. Es ist wirklich sehr, sehr unpraktisch, wie ich finde und auch wirklich schade. Also, ich werde das jetzt hier einmal sein lassen, denn wie ihr sehen könnt, das macht keinen Sinn. Meine Lieben, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, fällt mein Fazit zu dieser ja, Praxishand, wie sie genannt wird, sehr schlecht aus, denn an dieser Hand kann man überhaupt nichts Praktisches üben, außer vielleicht Malerei, Entschuldigung, aber selbst das dürfte schwerfallen, wenn eben diese Tipps so extrem locker drin sitzen, dass sie eben hin und her wackeln und man sie festhalten muss. Ist wirklich sehr, sehr schade. An und für sich finde ich diese Hand eigentlich wirklich sehr schön. Sie sieht sehr echt, sehr natürlich aus. Das einzige Minus, was sie noch hat, außer dass die Tipps sowieso nicht halten, sie nimmt Staub und Fusseln und Feilstaub eben sehr stark an. Also das haftet alles an diesem Silikon. Von euch möchte ich jetzt gerne mal wissen, habt ihr schon Erfahrungen mit anderen Praxishänden, die vielleicht besser sind? Es gibt ja auch sehr teure Modelle zu kaufen. Da würde mich sehr interessieren, ob die genau gleich sind oder ob die denn wirklich ganz, ganz anders sind. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schade, dass ich euch diese Hand eben nicht empfehlen kann. Ich hätte es gerne getan, aber so leider absolut gar nicht. Ich werde auch noch versuchen, weitere Hände zu testen. Und ja, wenn ihr mögt, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche spannenden Produkte auf Amazon gefunden habt, dann lasst es mich gerne wissen. Vielleicht teste ich sie dann auch mal für euch. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt eigentlich nichts gebracht hat, obwohl ich euch vielleicht davor bewahren konnte, 50 Euro zum Fenster rauszuwerfen. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich trotzdem über ein Däumchen nach oben freuen und ich freue mich natürlich auch über kostenlose Abos und wenn ihr mir auf Instagram und TikTok folgt. Also, meine Lieben, bis bald. Ciao.